Herzlich einladen möchte ich euch zu unserer alljährlichen Weihnachtsfeier. Meine Community-Moderatoren und ich zocken gemeinsam, plaudern mit euch im Chat auf YouTube und Twitch und verlosen unter euch viele, viele Geschenke. Diesmal sind es gleich 38, je zwei Exemplare von insgesamt 19 Spieletiteln, die ich mir von deren Herstellern für euch habe schenken lassen. Unser Weihnachts-Livestream steigt am Sonntag, den 16. Dezember ab 19 Uhr und bis weit in die Nacht hinein, parallel auf YouTube und auf Twitch. Die Tafelrunde, die Moderatoren unseres Community-Forums, community.writingbull.de und ich, wir zocken gemeinsam eine Multiplayer-Partie mit Civilization 6 und dem Add-on Rise and Fall. Wir spielen in zwei Teams mit hoher Spielgeschwindigkeit, starten erst in der Moderne und möchten euch all das furchtbar moderne und furchtbar effiziente Mordgerät zeigen, das es da gibt. Und zwischendurch verteilen wir die Geschenke. Auf diese Spiele könnt ihr euch freuen. Battle Chasers Night War. Ein Spiel im niedlichen Comic-Stil, aber mit sehr erwachsenem Gameplay. In einer Fantasy-Welt kämpft ihr euch mit einer kleinen Heldengruppe durchs Feindesland und durch zufallsgenerierte Dungeons. Eure Kämpfe tragt ihr rundenbasiert aus und tüftelt dabei über Spezialangriffe, teure Ressourcenboosts und raffinierte Angriffskombinationen mit euren Gefährten. Battle Chasers Night War lief bei vielen Strategiefans unter dem Radar, hat aber von den Käufern auf Steam sehr gute Wertungen erhalten und wartet darauf, von euch entdeckt zu werden. Dabei helfen die beiden Gratis-Steam-Keys, die uns Publisher THQ Nordic spendiert. Battlestar Galactica Deadlock. Die Menschheit kämpft gegen die Maschinen, die sie einst erschaffen hat, um ihr Überleben. Auf eurer Raumwerft baut ihr Schlachtschiffe, Korvetten und Jäger und schickt sie in Gefechte gegen die Zylonen. Die Raumkämpfe finden auf Taktikkarten in 3D statt. Die Bewegungen, Feuerbefehle und Spezialangriffe eurer Schiffe plant ihr rundenbasiert. Danach betrachtet ihr in Echtzeit und mit fiebrigen Augen, ob eure Manöver aufgehen. Das Computerspiel zu den beiden legendären Battlestar Galactica Fernsehserien mit sehr guten Wertungen auf Steam. Zwei Keys des Hauptspiels haben uns der britische Publisher Silverine bzw. Matrix Games rübergeschickt. Dungeons 3. Ihr verkörpert das ultimative Böse, das Herz der Finsternis und haust in einem Dungeon unter Tage. Lasst eure hässlichen Schergen Gold schürfen, Kammern aus dem Fels schlagen und die gemeinsten und brutalsten Geschöpfe anwerben, deren ihr habhaft werden könnt. Schickt sie dann hinauf ins Sonnenlicht und brandschatzt die liebliche Märchenwelt dort oben. Oder lasst die Geschöpfe des Guten herab in euren dunklen Dungeon kommen und lockt sie in raffinierte Fallen. Dungeons 3, pausierbare Echtzeitstrategie made in Germany mit herausragenden Steam-Wertungen. Zwei Keys schenkt uns Publisher Calypso. Empires Apart, Echtzeitstrategie in der Tradition von Age of Empires. In der Antike sammelt ihr mit eurem Stamm Ressourcen, errichtet Städte, betreibt Forschung, stellt Armeen auf und schickt sie dann euren Nachbarn, um mal guten Tag zu sagen und freundlich ans Stadttor zu klopfen. Der Titel ist gratis, falls man sich darauf beschränkt, bloß mit den Byzantinern zu spielen. Wir geben euch die fehlenden Keys, um auch noch die Araber, Azteken, Mongolen, Chinesen und Franzosen freizuschalten. Zwei Pakete dieser Keys stiftet uns Publisher Slytherin. Galactic Civilizations 3, ein klassisches 4X-Spiel im Weltraum. Von unserem Heimatplaneten aus schicken wir unsere Raumschiffe in die Schwärze des Alls, um fremde Planeten zu kolonisieren oder anderen raumfahrenden Spezies zu begegnen. Zum Rundenstrategiespiel gehört ein In-Game-Modellbaukasten, mit dem ihr, wenn ihr möchtet, eure Raumschiffe bis ins kleinste Detail selbst designen könnt. Ein grundsolides, gutes Spiel, die deutsche Übersetzung ist allerdings nur mittelprächtig. Zwei Keys des Spiels spendiert uns der Publisher Stardock aus den USA. Mit lieben Grüßen an alle deutschen Strategiespieler. Jacket Alliance Rage. Frisch erschienen und nein, kein Jacket Alliance 3. Kein Nachfolger des legendären Söldnerspiels. Die Entwickler sind es bewusst eine Nummer kleiner angegangen und haben mit der gekauften Lizenz zunächst einmal ein kleines Rundentaktikspiel entwickelt, das zwar in derselben Spielwelt stattfindet, aber ein eigenständiges Profil hat. Ihr schleicht mit wenigen Buddies durch den tropischen Dschungel und schaltet möglichst clever einen Feind nach dem anderen aus. Munition, Trinkwasser und Proviante sind knapp. Dafür sind die beiden Steam Keys gratis, die uns Publisher Handy Games schenkt. Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry.
Der jüngste Nachfolger der Larry-Kultspiele, frisch erschienen und mit ausgezeichneten Wertungen auf Steam und bei der Spielepresse. Frauenheld Larry, in den 80er Jahren groß geworden und entsprechend geprägt, auf einer witzigen Zeitreise in die Gegenwart, in der zwischen den Geschlechtern nicht mehr alles so simpel läuft wie anno dazumal. Ein handgezeichnetes Point-and-Click-Adventure, in Deutschland fabriziert. Publisher Assemble legt uns 2 Gratis-Keys als Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Offworld Trading Company. Auf zum roten Planeten. Unser Konzern beutet den Mars aus, schürft nach Bodenschätzen, veredelt sie in Fabriken zu neuen Produkten und schickt die Waren per Rakete und gegen gute Bezahlung zur Erde. Die Konkurrenz funkt dazwischen. Wer kann wem die besten Standorte wegschnappen, die effizientesten Produktions- und Transportnetze entwerfen, die innovativsten Patente entwickeln, bei Auktionen zuschlagen oder bei knallharten Sabotageaktionen? Ein Echtzeitstrategiespiel mit Science-Fiction-Wirtschaftskriegen. Publisher Stardock hat uns aus den USA per Rakete 2 Steam-Keys des Grundspiels rübergeschickt. Project Hi-Rise Architects Edition. Ihr liebt Wirtschaftssimulationen mit ganz viel Micromanagement? Bitte sehr, hier ist was für euch. Bei Project Hi-Rise errichtet ihr einen Wolkenkratzer, sehr groß und vor allem verdammt hoch. Apartments, Einkaufscenter, Fachgeschäfte, Kanalschächte. Ihr plant, ihr baut. Wahlweise im Sandbox-Modus oder in der Kampagne mit vorgefertigten Herausforderungen. Die Architects Edition enthält neben dem Grundspiel sämtliche Erweiterungen, die erschienen sind. 2 Steam Keys, gestiftet vom britischen Publisher Kasedo, einer Tochter von Calypso Media. Versucht doch mal herauszubekommen, warum das Spiel auf Steam von den Nutzern so gut bewertet wird. Railway Empire. Tut, tut, ihr werdet zum Eisenbahn-Tycoon im 19. Jahrhundert und lasst eure originalgetreuen historischen Dampflokomotiven durchs Land schnaufen und rattern. Ihr baut aus dem Nichts ein Gleisnetz auf, verbindet Städte und Betriebe und scheffelt Geld. Wahlweise gegen die KI oder alleine. Railway Empire wurde kürzlich mit dem Deutschen Entwicklerpreis fürs beste PC- oder Konsolenspiel 2018 ausgezeichnet. Mit der gerade erschienenen Erweiterung Great Britain Enter Ireland könnt ihr auch durch Europa fahren. Mit den beiden Steam Keys des Grundspiels, die uns Publisher Calypso stiftet, geht es für euch erst einmal quer durch Nordamerika. Gute Fahrt! Spellforce 3. Echtzeitstrategie und Fantasy-Rollenspiel in einem. Die Missionen spielen sich sehr unterschiedlich. Mal baut ihr Militärstützpunkte, sammelt Rohstoffe, rekrutiert Truppen, rüstet sie aus. Manchmal habt ihr aber auch bloß eure kleine Heldentruppe und deren Fähigkeiten und Tricks. Die Kämpfe sind in Echtzeit, ihr könnt aber in Zeitlupe umschalten, um in Ruhe zu planen. Spellforce 3 hatte zum Release noch viele Bugs. Die Entwickler haben aber hart gearbeitet und das mit Erfolg. Die Steam-Wertungen der jüngsten Zeit sind sehr positiv und die Reviews voll des Lobes. 2 Keys spendiert uns Publisher THQ Nordic. Star Control Origins. Die Menschheit hat ihr erstes interstellares Raumschiff erbaut und ihr seid dessen Kapitän. Ob das gut geht, das hängt nicht bloß von euren taktischen Fähigkeiten ab, sondern auch von eurer Fingerfertigkeit mit Maus und Tastatur. Denn wenn ihr von einer Sonne zur nächsten düst, wenn ihr Relikte sammelt, den Erstkontakt mit Alien-Spezies durchführt, dann seid ihr nicht nur Kapitän, auch Steuermann und Waffenoffizier und trefft dabei früh auf ein Volk, das die Menschheit ausrotten will. Star Control Origins ist im Herbst erschienen und liefert ein riesiges Universum zum Entdecken. Und Publisher Stardock liefert unserer Community 2 Exemplare zum Geschenk. Strategic Command World War II – World at War. Ganz frisch vor einer Woche erschienen, ein Spiel für echte Hardcore-Strategen. Der Zweite Weltkrieg tobt und vor euch liegt die ganze Welt, eine riesige Karte mit etwa 40.000 Hexfeldern, auf der ihr euch austoben und Weltgeschichte schreiben könnt, wahlweise auf Seiten der Alliierten oder der Achsenmächte. Falls ihr das möchtet, konzentriert euch auf einen Staat und lasst eure Verbündeten vom Computer steuern. Und ihr habt die Wahl, ob ihr den Krieg auf dem gesamten Globus erleben oder lieber eines der regionalen Szenarien durchkämpfen möchtet. 2 Steam Keys für unsere Community schickt uns Publisher Silverine. Da salutiert man mal gerne.
Sunstrike 4. Wieder der Zweite Weltkrieg, diesmal aber in pausierbarer Echtzeit und in 3 Kampagnen auf geskripteten Gefechtskarten. Über 100 liebevoll gestaltete Einheiten sowie 9 Kommandeure mit unterschiedlichen Beförderungen passen zu eurer persönlichen Spielweise. Sunstrike 4 erhielt solide Noten zum Release und wird seitdem von den Entwicklern so kontinuierlich und gut mit Updates gemästet, dass die Steam-Bewertungen sehr positiv ausfallen. Das Spiel gibt's für den PC, aber auch für Konsolen. Und ich habe mir von Publisher Calypso der Abwechslung halber mal 2 Keys für die PlayStation 4 für euch schenken lassen. This is the Police 2. In einer Grenzstadt im Norden Amerikas raufen sich eine junge Sheriffsfrau und ein abgehalfterter Ex-Polizeichef zusammen, um im Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu überleben. Rätselhafte Charaktere in einer starken, behutsam erzählten Story und ein minimalistischer Grafikstil, der reichlich Platz für euer Kino im Kopf schafft. Das ist der Rollenspielpart. Im Strategiepart drillt ihr eine Cop-Truppe, bringt sie auf Vordermann und koordiniert deren Einsätze. Rundentaktikgefechte in XCOM-Manier. Gute Bewertungen auf Steam und 2 Keys, die uns THQ Nordic schenkt. Tropico 6 – Polit-Satire und Aufbaustrategie. El Presidente ist wieder da. Mal wieder schlüpfen wir in die Rolle des zwielichtigen Regierungschefs eines karibischen Kleinststaates. Erstmals bauen und herrschen wir dabei gleich auf mehreren Inseln, die wir mit Fähren oder Brücken verbinden. Es gibt Busse, Seilbahnen, Wahlreden, 4 historische Epochen und Kommandomissionen, bei denen unsere Schergen ins Ausland reisen und Weltwunder rauben. Calypso schenkt uns 2 Beta-Keys für Tropico 6, mit denen könnt ihr bis kurz vor Release Ende Januar die Beta-Version zocken. Die Release-Version selbst ist dabei allerdings nicht enthalten. Warhammer 40k Gladius Relics of War. Das allererste 4X-Spiel im martialischen Warhammer 40k-Universum. Rundenstrategie auf Zufallskarten mit Hexfeldern. Wir erkunden den exotischen Planeten Gladius, begegnen einheimischen Bestien und irgendwann auch rivalisierenden Fraktionen. Wer schnappt sich die besten Standorte für seine Stützpunkte und rekrutiert seine Truppen am effizientesten? Auch wenn es Aufbau und Forschung und Ressourcensammeln gibt, der Schwerpunkt liegt klar beim Kampf, bei denen sich die 4 Fraktionen übrigens schön unterschiedlich spielen. Entwickler Lorenz Ruhmann war schon oft bei uns zu Gast, Publisher Silverine schickt uns 2 Steam Keys. Warhammer 40k Sanctus Reach. Wieder ein Strategiespiel in der Warhammer 40k Welt, aber ein sehr ungewöhnliches. Rundentaktik, die aber grafisch so detailliert und so frisch wirkt, als sei es Echtzeitstrategie. Wir kämpfen auf Seiten des Imperiums, kommandieren die Space Wolves und verteidigen uns gegen Heerscharen von Orks, die uns überrennen wollen. Da helfen nur Heldenmut, ein kühler Kopf und heißes Blut und raffinierte Gewalt. Sanctus Reach wird von den Käufern und Rezensenten auf Steam mit Lob überschüttet. Ob zu Recht? Könnt ihr selbst überprüfen, wenn ihr einen der 2 Steam Keys gewinnt, die uns Publisher Silverine für unsere Community spendiert. 1943 Deadly Desert. Nochmal ein Spiel, das uns in den Zweiten Weltkrieg führt. Diesmal nach Nordafrika und in den Kampf um den Suezkanal. Ein Rundentaktikspiel auf Hexfeldern. Auch wenn das Spiel grafisch simpel aussieht, man sieht, dass es ursprünglich für Mobilgeräte konzipiert war, ist es alles andere als leichte Kost. Knappe Ressourcen, viele Feinde, starke Gegner. Man muss schon richtig rumtüfteln und sich Munition und Treibstoff gut aufteilen, um den Wüstenkrieg zu durchstehen. Publisher Handy Games hat 2 verschollen geglaubte Steam Keys aus dem Wüstensand gerettet, das getrocknete Blut abgewienert und uns dann die Ware rübergeschickt. Gewinnen können alle Live-Zuschauer, die sich in den Live-Chats auf Twitch oder auf YouTube einloggen und mitmachen. Diesen Sonntagabend, 19 Uhr parallel auf YouTube und auf Twitch und viele Stunden lang bis in den späten Abend hinein. Wir führen mehrfach im Laufe des Streams Zahlen-Raterunden durch, bei denen wir jeweils einen Teil der Keys rausgeben, so lange bis keine mehr da sind. Wir notieren uns dann verdeckt eine Zahl und jeder von euch darf einmal pro Raterunde raten. Nach jeder Runde lösen wir die Zahl auf. Diejenigen, die der Zahl am nächsten kommen, können sich einen Titel wünschen, unter denen, die noch im Topf sind. Wer am nächsten dran ist, darf als Erster seinen Wunsch äußern und so weiter. Die Gewinner können sich ihre Keys noch während des Streams bzw. unmittelbar danach schicken lassen, wahlweise per Twitch, PN, persönliche Nachricht an Kari, meine Co-Moderatorin, per PN im Forum, im Community-Forum an mich selber oder per E-Mail an mich an writing.bull@gmx.de.
Die Daten der Gewinner werden nicht an Dritte weitergegeben und von uns nur benutzt, um die Keys bzw. die Codes zuschicken zu können. So, da steht an. Macht ihr mit? Kommt ihr vorbei? Sonntag, 16. Dezember ab 19 Uhr. Parallel auf YouTube und auf Twitch bei mir Writing Bull mit der Tafelrunde mit Civilization 6 in einem Multiplayer-Match mit 38 Geschenken für euch und ich hoffe mit viel guter Laune, die ihr mitbringen werdet. Ein Hinweis noch, falls ihr euch für dieses Spiel interessiert und vorab schon mal reinschnuppern möchtet, was ihr da eventuell gewinnen könntet. In der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube findet ihr jede Menge Links zu den Spielen, teilweise YouTube-Playlists, falls ich die Spiele schon gezeigt habe, und diverse andere Links. Schaut's euch mal an.